Frostgrotte. Ah! Wetterschnee. Ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ auf Glumanda aus. Ich habe doch keine Ahnung von Pokémon. So, Attacken. Team Sammy. IQ prüfen. Attackennutzer sollte doch aus sein, oder nicht? Gut. Oh Mann, ich will so schnell wie möglich zu Labrados. Ne, Quatsch, Labrados natürlich. Arktos müsste hier sein. Bitter Schnee. Rihorn. Was? Irgendwie sind die Viecher echt zu schwach. Ich hoffe, Arktos ist genauso eine Lusche. Klagumi. Ah, ich habe aber nichts mehr, womit ich mich heilen könnte. Metank? Metagross glaube ich nämlich nicht. Metank, genau. Also am besten, Kanimani wird tanken im Kampf gegen Arktos. Der nimmt ja sowas von keinen Schaden. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es scheiße finde, dass ich Glumanda gewählt habe? Ich meine, Glumanda soll zwar angeblich mehr Schaden machen als Kanimani, aber das, ich merke davon überhaupt nichts. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, oder? Egal. Kratzer. Komm, Kratzer. What the fuck? Ey. Ich hab meinen Belebersamen noch gehabt. Ich hab meinen Belebersamen noch gehabt. Alter. Alter. Ich bin gerade schockiert. Gut. Bin echt schockiert. Weiter. Wie weit geht denn die Frostgrotte? Ich habe keine Ahnung. Ah, dieser Dreckschnee. Oh, da ist die Treppe. Gut. Jetzt hätte ich aber gern dieses dumme Kecleon, ey. Das mich vorhin verprügelt hat. Wir sind da. Wir haben eine weite Strecke hier im Wald zurückgelegt. Wenn wir diesen Teil hinter uns gelassen haben, haben wir es geschafft. Es sollte nicht mehr weit sein. Halte durch. Bitte? Hast du was gesagt zu Kaiko? Nein, wohl kaum. Du sprichst ja nie. Eine Stimme? Ich muss mir das eingebildet haben. Kehrt um. Ihr dürft nicht passieren. Wer ist da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, dann soll es so sein. Doch nicht bevor ihr mich besiegt habt. Ah, das ist zu hell. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Ich bin Arktos, der Hüter des Eises. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Lasst es beginnen. Okay. Attacken. Ich denke mal nicht, dass da Aquaknarre so viel bringt. Setz du mal bitte Biss ein. Ich Glut. So. Du bist diesmal Attackennutzer. Moment. Team Sammy. IQ prüfen. Attackennutzer. Okay. Weißnebel.
71. Noch sieht, sieht gut aus. Schreck zurück. Was ist denn das eigentlich immer für ein Zustand, der da kommt? Ich muss mal hingucken. Ha! Besiegt! Kein Ding! Bitte, Arctos! Wir müssen weiter! Wir müssen diesen Ort hinter uns lassen! Bitte, lass uns passieren! Nein! Ich kann nicht erlauben, dass hier passiert! Warum nicht? Warum dürfen wir nicht passieren? Die kalte Brise des Waldes. Sie hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ich bin schon ein halber Eisklotz, aber... Der Fluss der kalten Luft des Waldes wurde zerstört, wurde gestört. Der Schnee beginnt zu schmelzen. Der Schnee schmilzt. Schnee, der nie zuvor geschmolzen war. Dies ist noch nie zuvor geschehen. Kein einziges Mal. Und zur gleichen Zeit erscheint ihr in diesem Wald. Ist dies nicht euer Tun? Wir haben damit nichts zu tun. Das ist reiner Zufall. Hey Arctos, hör uns zu. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Dies ist nicht der einzige Ort. An allen Orten kommt es zu Naturkatastrophen. Selbst wenn wir nicht hierher gekommen wären, hätte sich das Klima hier verändert. Ist das alles? Soll ich das etwa glauben? Ah! Genug von diesem Unsinn. Dies ist euer Ende. Halt! Absol. Absol! In ihren Worten steckt keine Lüge. Die Katastrophen verbreiten sich tatsächlich. Ist das wahr? Ja. Ich habe die Gabe, Naturkatastrophen zu spüren. Die jetzigen Katastrophen sind nicht gewöhnlicher Natur. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also gibt es noch weitere Katastrophen. Gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Arctos! Jedoch! Was? Ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Ja, versprochen, Arctos. Puh. Das war schon mehr als knapp. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Statt euch zu bedanken, solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Katastrophen aufzuhalten. Werden sie nicht gestoppt, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich spürte die entsetzliche Kraft der Katastrophen. Meine Gabe der Vorahnung führte mich an diesen Ort. Ich halte es für angebracht, dass wir gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Wirst du das? Wirklich? Wirklich. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Absol. Absol gehört nun zum Retterteam. Möchtest du Absol einen Kosenamen geben? Absoli. Nein. Und so überwand das Team von Zukalko den Frostwald und marschierte weiter in den Norden. Und je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Möchtest du den Abenteuer speichern? Ja. Speichern erfolgreich. Dieser vereiste Bergfahrt ist ja ewig lang. Wir sind schon seit so weit gelaufen. Sammy sieht auch schon ganz erschöpft aus. All die Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Es ist viel zu kalt. Oh
um uns herum ist nur Schnee, Schnee, Schnee. Seit deiner Feinde hat sich die Umgebung gar nicht verändert. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Hey, Sukaiku. Weißt du, was ich denke? Ich denke, wir haben endlich einen Ort erreicht, an dem es wirklich niemanden außer uns gibt. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts weiter ist. Ja. Und ich bin total erschöpft. Wir. Was wird aus uns werden? Keine Bange, uns passiert schon nichts, oder ich weiß es nicht. Keine Bange, uns passiert schon nichts. Ja, du hast recht. Wir haben es bis hierhin geschafft. Wir sollten nicht weiter darüber nachdenken oder uns Sorgen machen. Tut mir leid, Sukaiku. Ich habe mich selbst bemitleidet. Sukaiku, ich bin hier an deiner Seite, weil ich an dich geglaubt habe. Und ich tue es immer noch. An dich glauben. Das wird sich niemals ändern, Sukaiku. Ich gehe, wohin du gehst. Ja. Sammy vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Wow. Was geht denn jetzt ab? Was? Was war das? Mir wird so schwindelig. Was? Was ist los, Sukaiku? Endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Sammy? Nein, Sammy klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwoher. Endlich. Du bist hier. Ich habe dich erwartet. Gardevo! Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Du bist doch... Was? Hey, Sukaiku, was ist los mit dir? Du führst Selbstgespräche. Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft, gekrönt vom Klirrberg. Auf seinem Gipfel lebt Volnona. Volnona? Volnona erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte! Hey, Sukaiku! Komm schon, Sukaiku! Was machst du denn da? Was ist los mit dir? So, das ist also passiert. Gerade wo es dir erschien. Deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber dann... Ist Volnona ja nur eine Legende... Ja, nicht nur eine Legende. Das Pokémon existiert tatsächlich. Und dieses Volnona befindet sich auf dem Gipfel dort oben. Sukaiku! Die Anstrengungen, um bis hierher zu gelangen, sie zahlen sich endlich aus. Wir werden Volnona treffen und die Wahrheit erfahren. Endlich können wir deinen guten Ruf wiederherstellen, Sukaiku. Ich finde das einfach großartig. Und das zweite Schweigen. Nee, Sukaiku. Sieh mich nicht so sorgenvoll an. Es wird schon alles gut gehen. Sukaiku, ich kann verstehen, dass du von dem Treffen nicht... Was? Sukaiku, ich kann verstehen, dass du vor dem Treffen mit Volnona Angst hast. Der herzlose Mensch, der Gardevo im Stich gelassen hat. Dass du dieser Mensch sein könntest. Ich wette, dieser Gedanke macht dir Angst. Aber es ist unmöglich. Du bist nicht dieser Mensch, dessen bin ich mir sicher. Glaubst du so sehr an mich, oder wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen? Hm? Nun, es gab einen Moment, als ich meinen Zweifel hatte. Ja, aber nun... frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Aber das spielt nur keine Rolle mehr. Sukaiku, du bist wirklich ein netter Typ. Weißt du, früher... Als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain, Sukaiku. Und wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich damals schon etwas in deiner Gegenwart spürte. Das ist schon verrückt, oder? Aber ich glaube an dich, Sukaiku. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Sukaiku, geben wir alles! Okay. Es ist wie immer so, irgendwie die ganzen nervigen Sachen lohnen sich am Ende doch, weil dann die Story weiterkommt und die Story ja irgendwie was Schönes hat. Auch wenn sich diese Gefühlsduseleien irgendwie ständig wiederholen. Egal. So,
Ich habe die Dungeon durchgemacht. Eine halbe Stunde ist rum. Ja, ich glaube 40 Minuten. Ja, 40 Minuten werden es sein. So. Und das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Soka.